Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und in dem Video geht es nicht wie eigentlich geplant um weitere neue Informationen über das Update, denn es ist auf den Taiwan-Servern heute schon rausgekommen und deswegen gucken wir uns das doch alles lieber in-game an, weil da können wir uns das ein bisschen besser dann vorstellen. Es wurden nicht allzu viele Sachen geändert, aber die Sachen, die geändert wurden, da wurde schon was gemacht. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit der kleinsten Sache an und das ist hier, wo man rollen kann. Da ist jetzt hier noch eine fünfte Anzeige dazugekommen, nämlich die in der Mitte mit dem Elektriker drauf. Und da kommt man dann einfach in dieses Buch, was sonst unten in der Leiste ist, kommt man einfach rein und aber das heißt nicht, dass man nicht mehr von hier unten reinkommen kann, sondern es wurde einfach nur hinzugefügt, dass das halt von dort auch geht. Das war die kleinste Sache. Dann mit die größte Sache ist die Gilde. Denn dort können wir jetzt sehen, von außen hat sich zwar nichts geändert, aber hier sehen wir schon, ist eine andere Anzeige, also hier generell, wie es im oberen Bereich eingeblendet wird, wie viel Macht die Gilde insgesamt hat, wie viele Kredite man zurzeit hat, wie viele Leute und wie viele also auf welchem Platz man ist, steht oben ganz breit und dann hier unten, ich glaube, dass es die Gildeninformation ist, also da, wo die Gildenleader ihr Text reinschreiben können. Und da steht halt meistens was vom Boss. Ich weiß jetzt nicht, ob man das einstellen kann, dass wenn man den Boss auf die und die Uhrzeit gestellt hat, ob das dann dort angezeigt wird oder ob man das selber schreiben muss. Und dadurch, dass jetzt so viel Platz ist, ob man da dann jetzt irgendwie mehr schreiben kann, weiß ich nicht, weil ich auf den Taiwan-Server halt kein Gildenleader bin. Das werde ich dann, denke ich, aber sehen, wenn es auf den deutschen Servern draußen ist. Und dann werde ich dazu nochmal was sagen. Und dann werden wir auch sehen, wie das wirklich geworden ist. Ich hoffe einfach, dass sie jetzt wirklich mehr Platz gemacht haben, so dass man mehr Informationen reinschreiben kann. Dann auf dieser Seite ist es auch etwas anders designt. Mittlerweile habe ich mich ein bisschen dran gewöhnt, aber ich finde es immer noch komisch. Hier oben ist irgendwie die Spielerzahl und also die Mitgliederzahl. Und sonst ist das so leer. Das sieht erstens komisch aus. Zweitens wurden hier die Zeichen geändert. Ich glaube, also zum Beispiel jetzt ist ganz oben, das ist der Leader, glaube ich, und dann halt wie viel du gespendet hast oder von der Macht, weiß ich nicht, wie das abhängt, von was das abhängt. Und dann neben meinem Namen und neben meinen gespendeten Splittern sehen wir hier auch einen Knopf. Ich habe noch nicht verstanden, hier steht irgendwas von 24 Stunden, ich glaube, das heißt, dass ich aus der Gilde rausgehe. Weil das ist ja meistens mit der 24-Stunden-Abklingzeit. Ist zwar richtig, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie ich spenden kann, weil ich habe keine Funktion gefunden, wo ich spenden kann. Und wie gesagt, da traue ich mich halt nicht, irgendwas zu drücken. Das sind die Sachen, die haben sich innerlich geändert. Und dann gibt es jetzt hier nicht mehr den Knopf, wo man zu den Eventen kommt, also zum Fackelkampf oder zum Gildenkrieg, sondern da ist jetzt hier dieser kleine Turm. Da, wenn man da drauf geht, kommt man in den Bildschirm. Das sieht ja fast so aus wie das, was im Sneak Peek drin war. Nur eine Sache fehlt, ich glaube ein Gebäude fehlt und sieht generell ein bisschen anders aus. Und ja, das, da muss ich jetzt auch sagen, IGG hat heute zwei Updates rausgebracht. Also heute Morgen, oder was heißt heute Morgen, heute Mittag, als ich geguckt habe, hat es noch ein bisschen anders ausgesehen und ich habe gemerkt, jetzt war ein weiteres Update da und jetzt sieht es halt ein Stück weit anders aus. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal auf die einzelnen Sachen drauf ein. Also diese Arena, wo ich zum Beispiel auch gedacht habe und andere Leute, dass es ein neuer Modus ist, das steht nur dafür, für diese Liste an den Events, also von dem Boss, Fackelkampf, Gildenkrieg und Festungskampf. Das ist einfach nur dort untergebracht in dieser Arena. Dann gibt es diese Kiste. Wie gesagt, habe ich noch nicht viel Ahnung davon, weil ich bin jetzt auch nur kurz vor dem Video einfach mal in die Gilde rein, um es mir anzugucken. Weil aus der, in der ich heute Mittag drin war, wurde ich anscheinend schon wieder gekickt. Aber ich denke mal, dass das diese Kiste ist, die man bekommt, wenn genug gespendet wurde.
weil hier halt so eine Anzahl ist, vielleicht wenn 1000 Euro ausgegeben wurden oder 1000 Gems gekauft wurden, ich kann es euch nicht sagen, also ich denke mal eher 1000 Euro. Vielleicht ist es auch was komplett anderes, aber das ist das, was ich denke. Und dann kriegt man halt eine Truhe, wo irgendwelche Sachen drin sein können. Hier steht dann auch, wer wie viel irgendwie gekauft, gespendet oder keine Ahnung was hat. Werde ich dann alles erst wirklich mitkriegen, wenn es auf den deutschen Servern draußen ist. Weil Taiwanesisch kann ich nicht lesen. Dann hier, wie wir sehen können, ist noch eine neue Flagge rausgekommen. Ich weiß noch nicht, was der Bonus ist, den sie macht. Weil die anderen beiden gab es ja schon. Man benutzt zwar eh nur meistens die, ich glaube, die heißt Reichtumsflagge. Das ist zwar die, die man meistens benutzt, aber die andere gab es auch schon. Und dann gibt es jetzt anscheinend noch die letzte. Und so wie es aussieht, haben sie auch die Preise erhöht. Denn früher hat eine Flagge nur ein Credit gekostet. Ja, dann hier ist halt einfach nochmal das, wie halt wenn man sonst ganz normal auf die Gilde geht. Ist hier halt einfach nochmal die Gildenhalle in diesem Menü mit drin. Und dieses Teil, da stehen Informationen, wie gesagt, weiß ich auch nicht, was das hier heißen soll. Hier ist noch einmal das Logo, was der Gildenleader beim Erstellen ausgewählt hat. Und sonst war es das auch schon hier von dieser Ansicht. Sonst könnte man noch halt sagen, dass hier oben die Credits stehen. Das hier ist, glaube ich, nochmal die Machtzahl und diese Dinge hier. Okay, da kommt man dort rein und nochmal in das. Okay, verstehe ich nicht warum. Auf jeden Fall ist das hier noch. Und dann über den Button kann man zurückkommen. Hier unten. Oder hier kann man auch noch in den Chat und Gilden-Chat reinkommen. So, das war's auch schon von der Gilde wieder. Und dann kommen wir zur letzten Sache, die ja wie bei jedem Update mit dabei ist. Nämlich der neue Held. Den werden wir uns als erstes hier angucken. Denn wir können schon sehen im Vergleich, er hat sehr viele Leben. Also wenn man hier durchgeht, es gibt keine Helden, der mehr Leben auf Level 200 Non-Evo hat. Und ich glaube, das ändert sich auch nicht. Also ich glaube, er ist der Held mit dem meisten Leben jetzt zurzeit. Sein Schaden ist zwar nicht überragend, also ich würde sagen, er ist so im unteren Mittelfeld. Aber ist halt ausreichend, weil er halt eher so als Tank gedacht ist. Dann kommen wir zu seiner Fähigkeit. Wie gesagt, lesen kann ich nicht, was hier steht. Aber ich kann euch sagen, was er macht, weil ich habe mir erstens Videos angeguckt, also mich informiert, und zweitens, ich habe ihn. Und da wird auch noch, dadurch, dass ich ihn heute glücklicherweise gerollt habe, auch noch vielleicht morgen ein Review dazu kommen. Denn ich will ihn jetzt noch ein bisschen weiter leveln. Ich weiß nicht, inwiefern ich den leveln kann, weil es ja eigentlich ein relativ schlechter Account ist. Aber ja, jetzt kommen wir einfach mal zu dem Held. Seine Fähigkeit bewirkt halt, dass er, wenn er angegriffen wird, besteht, glaube ich, eine 50%ige Chance, dass er einen Klon von sich macht. Also der ist so ein bisschen anders. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn beschreiben soll. Der sieht auch dunkler aus, können wir uns gleich noch einmal angucken. Und der schlägt auf jeden Fall auch viel schneller als der. Und der ist Koma-immun und ich weiß jetzt gar nicht, wie es im Deutschen heißt. Ich weiß, dass er gegen 4 immun ist. Also das, was Vlad macht, ich glaube, weiß ich nicht. Egal, ist ja auch egal. Ich denke, ihr wisst, was gemeint ist. Gegen die Sachen ist er immun und ich glaube, er lebt 10 Sekunden, dann stirbt er, wenn ich das richtig verstanden habe. Also er verschwindet einfach vom Spielfeld. Und das ist also, wenn er angegriffen wird, also dafür muss er gar nicht procken. Dann die zweite Sache, die bei ihm ist, er hat ein Auto-Proc, also wenn seine Energie voll ist, muss er nicht noch ein Gebäude schlagen, damit das kommt, sondern zum Beispiel, wenn er irgendwo rumläuft und die Valentina gibt ihm ein Energie, halt so, dass er eine volle Energieleiste hat und er ist noch mitten auf dem Weg irgendwo hinzulaufen, kann er trotzdem schon procken und sein Proc ist, dass er wie der Atlantikor ein Schild kriegt, welches den Schaden zurückschießt, also den reflektiert, genau, den Schaden reflektiert. Und ja, das war es eigentlich auch schon zu dem Helden, was er macht.
Und wie gesagt, er gefällt mir sehr gut. Ich würde sagen, wir machen einfach mal ein Dungeon. Ich bin hier halt noch nicht sehr weit. Ich werde jetzt einfach irgendeinen auswählen. Und ich glaube, wir setzen ihn mal alleine rein und gucken uns mal an, was er macht. Also wie wir sehen, noch ist niemand anderes da. Und jetzt greift der Bogenturm ihn an. Und dadurch hat es schon ausgereicht, dass der andere kommt. Wie wir sehen, der ist auch schwarz. Der schlägt viel schneller. Und ja, was ich auf jeden Fall vergessen habe zu sagen, das ist eigentlich mit einer der wichtigsten Sachen von seiner Fähigkeit. Er macht fast das gleiche wie der PD, also er verschnellert den Angriff und ich glaube auch die Bewegungsgeschwindigkeit der anderen Helden, also bis zu 6 Helden. Und das für 8 Sekunden lang und sein Cooldown beträgt 6 Sekunden. Das heißt, er kann stacken, aber halt nicht so stark wie der PD. Es ist halt nur so ein Zusatz. Aber es ist halt einfach trotzdem da. Und ja, wie wir sehen können, die sind wirklich stark auch zu zweit. Die machen wirklich viel Schaden. Also gerade der Klon. Und ja, gefällt mir wirklich gut, der Held. Also ich sag, der wird sehr oft, glaube ich, auch benutzt werden, weil ich kann ihn mir in vielen Modis vorstellen. In den ganzen PvP-Modis oder auch in den Modis wie zum Beispiel HBM, weil es einfach noch ein zusätzlicher Held teilweise da ist, der Schaden macht und es nochmal die Angriffsgeschwindigkeit verschnellert, was auch praktisch ist. Und ja, deswegen, ich kann ihn mir wirklich sehr stark für die meisten Modis vorstellen. Und ja, dann gucken wir uns noch gerade den Kampf hier an und dann war es das auch schon von dem Januar-Update, denn es ist gar nicht so viel geändert worden, aber halt sehr viel an der Gilde, weil es sollte ja auch ein Gilden-Update sein und viele Leute haben vielleicht auch schon gedacht, es kommt kein Held, aber IGG macht sowas glaube ich nicht. Also es gibt jetzt glaube ich seit 12 Monaten spiele ich wieder Castle Clash, weil ich habe früher mal gespielt und da gibt es wirklich jeden Monat einen neuen Helden, was ich wirklich teilweise cool finde, weil es halt immer was Neues gibt, aber auch teilweise einfach zu schnell, weil das sind einfach zu viele, die da immer kommen. Aber das war es jetzt auch von dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao.